Sie wird auch die grüne Hölle genannt. Jeder, der etwas im Motorsport drin ist, kennt diese Strecke und viele lieben diese Strecke. Die Rede ist vom Nürburgring. Diese Strecke hat viele Momente erlebt und gilt bis heute zu einer der bekanntesten und legendärsten Strecken der Motorsportgeschichte. Doch die Formel 1, die Königsklasse des Motorsports, fährt gar nicht mehr auf dieser Strecke. Nicht auf der Nordschleife und auch nicht mehr auf der Südschleife. In diesem Video schauen wir uns die Geschichte der grünen Hölle an und vielleicht auch, warum nicht mehr dort gefahren wird. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Bevor es richtig losgeht, kannst du auf jeden Fall nochmal ein Abo da lassen, falls du es noch nicht getan hast, damit du kein weiteres Video mehr verpassen tust. Und jetzt legen wir aber wirklich los. Es beginnt alles schon in den ersten Jahren der Formel 1. 1951, also in der zweiten Formel 1 Saison, beziehungsweise damals hieß es noch Automobil-Weltmeisterschaft, ja, ein etwas anderer Name, wurde der Deutschland Grand Prix auf der Nordschleife veranstaltet. Und der erste Sieger, Alberto Ascari von der Scuderia Ferrari, gewann das erste Rennen auf dem Nürburgring. Doch auch damals galt dieses Rennen als eines der gefährlichsten bzw. härtesten Rennen, nicht nur weil die Strecke sehr, sehr lang ist, sondern weil auch die Sicherheitsstandards damals in den 50ern jetzt nicht unbedingt so waren, wie sie es heute sind. Gehen wir mal 3 Jahre weiter, und zwar 1954 feierte Mercedes-Benz sein Comeback in die Königsklasse des Motorsports und trat natürlich auch bei dem Deutschland Grand Prix auf dem Nürburgring an, und niemand anderes als Juan Manuel Fangio gewann im Mercedes das Rennen, den Heim Grand Prix gewonnen. Allerdings gab es auch eine Schattenseite bei diesem Grand Prix, und zwar bei diesem Grand Prix ereignete sich der allererste Todesfall bei einem Formel 1 Weltmeisterschaftslauf, und das leider auf dem Nürburgring. Onofre Marimon verunglückte auf dem Nürburgring. Er wurde leider nur 30 Jahre alt. Doch nun kommen wir zu einem Rennen, was wirklich in die Geschichte eingeht, und von vielen Experten wird es als bestes Rennen oder eines der besten Rennen betitelt. Und zwar im Jahr 1957, und wieder ist Fangio eigentlich der Hauptakteur. Fangio sollte am Ende das Rennen gewinnen, doch er lag zwischenzeitlich sehr, sehr weit hinten. Doch er fuhr eine wirkliche Meisterleistung auf dem Nürburgring, und er sagte später auch in einem Interview, dass er wirklich so sehr ans Limit gegangen ist, das würde er nie wieder in seinem Leben tun. Er hat wirklich so krass aufgeholt und schaffte es in der letzten Runde noch den in Führung liegenden Mike Hawthorn zu überholen und gewann ganz knapp das Rennen. Eigentlich hat damit niemand gerechnet. Ich denke, selbst Fangio hat damit jetzt nicht unbedingt so krass gerechnet. Er ist teilweise so heftig ans Limit gegangen, dass er auch off-track gegangen ist. Also ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Damals waren die Sicherheitsstandards ja, wie ich ja schon sagte, nicht unbedingt so hoch, und er ging dann teilweise auch off-track und konnte das Auto gerade so halten, und am Ende gewann er das Rennen. Am Anfang dieses Videos habe ich ja den Begriff grüne Hölle genannt. Jetzt kommen wir mal zu dem Grand Prix bzw. zu dem Rennen, wo dieser Begriff wirklich geboren wurde, und zwar ins Jahr 1968 bei dem Deutschland Grand Prix, natürlich auf dem Nürburgring. Als Jackie Stewart bei seiner Anreise zum Deutschland Grand Prix den verregneten Nürburgring aus dem Flugzeug betrachtete, sagte er diesen Satz zu seinen Fahrerkollegen Graham Hill und prägte so einen bis heute benutzten Griff, und zwar grüne Hölle. Am 4. August 1968 lieferte der Schotte eine schier unglaubliche Leistung und triumphierte bei wirklich sehr, sehr schweren Bedingungen, bei Nebel und bei Regen, mit über eine Minute Vorsprung gegenüber seinen Gegnern. Ach ja, und den Satz, den er aus dem Flugzeug dann gesagt hat, war: It's going to be the green hell this weekend. Doch Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre stand der Nürburgring bzw. die Nordschleife nicht unbedingt in einem so gutem Licht da. Warum? Es gab halt wirklich sehr, sehr viele Unfälle, auch
tödliche Unfälle und viele Fahrer waren halt mit den Sicherheitsstandards überhaupt nicht zufrieden. Ich meine, die Strecke ist über 20 Kilometer, damals sogar noch über 22 Kilometer lang. Und wenn da was passiert, da war es halt dann auch irgendwie sehr, sehr schwer und die Fahrer wollten das halt nicht mehr. Man reagierte tatsächlich darauf, 1970, 1971 wurden dann Maßnahmen ergriffen und der Nürburgring, die Nordschleife, wurde modernisiert. Doch es sollte leider nicht reichen und am 1. August 1976 fand dann der letzte Nordschleifen-Grand Prix statt, der von einem wirklich schlimmen Unfall überschattet wurde. Beim Versuch, den enteilten James Hunt irgendwie noch einzuholen, verlor Niki Lauda in der schnellen Linkskurve vor dem Bergwerk die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ferrari 312 schoss rechts außen in eine Felswand und schleuderte brennend über die Strecke. Was folgte, war dann auch noch, dass drei Fahrzeuge in das brennende Wrack reinfuhren. Niki Lauda überlebte Gott sei Dank diesen Unfall, doch es sollte das Ende sein des Nürburgrings bzw. der Nordschleife. Doch Anfang der 80er Jahre wurde dann die Südschleife gebaut. Eine Grand Prix Strecke, wo dann halt zum Beispiel auch die Formel 1 drauf fahren sollte, wurde 1984 dann quasi fertiggestellt. Und es fand dann auch ein Grand Prix statt, wo Alain Prost relativ einfach dieses Rennen gewinnen sollte. 1985 fand dann nochmals ein Grand Prix auf der Südschleife statt. Doch die Südschleife, der Nürburgring, war dann wieder raus aus dem Kalender und es sollte bis zum Jahr 1995 dauern, bis man wieder fester Bestandteil der Formel 1 war. Im ersten Rennen seit langem, 1995, gewann Michael Schumacher das quasi erste Rennen seit langem wieder und die Südschleife sollte auch noch eine lange Zeit dabei bleiben. Doch wir gucken noch mal kurz auf das Jahr 1995, auf das Rennen, denn Jean Alesi lag wirklich lange Zeit vorne und es sah wirklich gar nicht so aus, als ob Michael Schumacher das Rennen gewinnen sollte. Doch in den letzten Runden war er einfach so schnell unterwegs und konnte in der letzten Runde dann noch Jean Alesi überholen und gewann dann sein Heim-Grand Prix. Insgesamt sollte Michael Schumacher 5-mal auf dem Nürburgring, auf der Südschleife, das Rennen gewinnen. Sein letztes Rennen auf dem Nürburgring sollte er im Jahr 2006 gewinnen, wo er eine wirkliche Strategieschlacht gegen Fernando Alonso hatte. Wenn ihr vielleicht mehr darüber wissen wollt, ich habe zwei Videos dazu gemacht. Einmal zu der Rivalität zwischen Fernando Alonso und Michael Schumacher und zu der Saison 2006. Das verlinke ich euch bei dem i. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. 2006 war das letzte Rennen, was Michael Schumacher gewann. 5-mal konnte er es insgesamt gewinnen. Und in den nächsten Jahren sollte es dann aber nicht unbedingt so gut weitergehen mit dem Nürburgring. In den nächsten Jahren wurde die Infrastruktur und alles so um den Nürburgring herum wirklich versucht zu modernisieren bzw. up to date zu halten. Doch 2013 war dann tatsächlich das vorerst letzte Rennen auf dem Nürburgring, welches Sebastian Vettel gewinnen konnte. Wirklich sehr, sehr knapp vor den beiden Lotus-Piloten Romain Grosjean und Kimi Räikkönen. Ist wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen, kann ich nur empfehlen, nochmal anzuschauen. Aber ist so die Frage, warum ist der Nürburgring seitdem nicht mehr so richtig im Kalender? 2020 sprang der Nürburgring bei der Corona-Pandemie noch ein, und zwar als großer Preis der Eifel. Aber es war halt nur ein einmaliges Rennen. Lewis Hamilton konnte damals das Rennen für sich entscheiden. Seitdem ist der Nürburgring halt nicht mehr so richtig mit dabei. Und beziehungsweise ohne die Corona-Pandemie wäre der Nürburgring seit 2013 nicht mehr mit dabei. Obwohl es eigentlich eine Strecke ist, die wirklich ziemlich gutes Racing bietet und auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man hier gute Rennen fahren kann. 2013 habe ich ja zum Beispiel schon mal erwähnt. Wenn wir mal auf die Zukunft des Nürburgring gucken, kann man wirklich zwei Sachen deutlich sagen. Zum einen, die Nordschleife wird höchstwahrscheinlich nicht mehr in die Formel 1 zurückkehren. Die Strecke ist wesentlich zu lang für die Formel 1 Welt. Wenn man mal vergleicht, die längste Strecke ist ja in Spa mit 7 Kilometern.
Und der Nürburgring ist mehr als doppelt so lang, beziehungsweise fast dreimal so lang. Also das ist wahrscheinlich dann ein Grund, warum die Nordschleife nicht mehr in den Kalender zurückkehren wird. Man weiß es natürlich nicht, es kann sein, aber ich glaube, die Formel 1 würde sich dann eher auf die Südschleife fokussieren, die ja halt deutlich kleiner ist und auch besser dann für das Konzept der Formel 1 passen wird. Aber kommt die Südschleife denn irgendwann mal wieder zurück? Es gibt Gerüchte für 2026, aber wir wissen alle, das Geld spielt auch eine große Rolle. Und gerade bei den deutschen Strecken ist das ja mit dem Geld nicht unbedingt so vorhanden. Da haben andere Länder deutlich mehr Geld zur Verfügung und auch bessere Deals da am Laufen oder könnten bessere Deals am Laufen haben. Aber für mich gehört der Nürburgring bzw. ein Deutschland Grand Prix allgemein gehört natürlich rein. Und der Hockenheimring ist ja auch noch da. Deswegen, es wird sehr, sehr schwer für die Südschleife. Es gab gute Rennen. Es wird da auch immer noch gute Rennen geben. Und man weiß ja nicht, ob in Zukunft noch was kommen wird.